zum Internationalen Frauentag 2012 können wir bilanzieren, die Hälfte der Macht für Frauen und Männer ist in dieser Gesellschaft noch lange nicht erreicht. Wir Grünen liegen mit Frauenanteil bei den Mitgliedern von etwa 37,5% zwar schon ganz gut, aber wir sollten noch besser werden, 50% sind nicht erreicht. Aber eins ist klar, wer sich als Frau bei uns einmischt, der bekommt die Hälfte der Macht. Mindestquotierung und Doppelspitzen haben sich bei uns bewährt, wie man an uns sieht. Und ich glaube, das können wir noch weiterentwickeln, auch in andere gesellschaftliche Bereiche. Ja, die Grünen sind ja seit jeher die Partei der Gleichberechtigung, also gleiche Rechte, gleiche Pflichten in allen Lebensfeldern, in allen politischen Feldern. Und wir fordern Quoten in den Aufsichtsräten der Unternehmen, wir fordern 50% Frauen in den Parlamenten und wir bieten auch die Hälfte der Macht. Also in unseren Doppelspitzen, in den Parteiämtern, in den Parlamenten bieten wir 50%. Ich glaube, es tut den Männern auch ganz gut, dass sie gelernt haben, dass es gut ist, Macht zu teilen, Verantwortung zu teilen mit den Frauen und eben auch die Hälfte der Macht abzugeben. Und deswegen sagen wir brauchen möglichst viele Frauen, die eben auch bei unserer Partei mitmischen wollen und eben auch den Einfluss geltend machen. Ja, unser grünes Projekt 50-50 heißt genau das, 50% der Macht für Frauen und Männer. Das heißt, für uns als Grüne misch dich ein. Wir laden alle Frauen ein, zu uns zu kommen, sich zu beteiligen, sich einzubringen, Mandate zu übernehmen, Ämter zu übernehmen. Ja, besser du als irgendein Kerl, das ist der Wahlspruch für uns in diesem Jahr zum Internationalen Frauentag.